Willkommen bei Joe's Bros. Was geht ab, meine Freunde? Ich bin wieder am Start. Heute nicht alleine, heute mit dem altbekannten Dadka. Was geht ab, mein Freund? Was geht, Mensch? So, Freunde, wer kennt es nicht? Ihr kommt von der Arbeit nach Hause, ihr kommt vom langen Tag nach Hause, vom langen, harten Tag und habt keinen Bock, euch selber was zu kochen. Obwohl ich das immer sage, kochen geht natürlich immer vor. Aber manchmal, es gibt auch Ausnahmen. Da holt man sich so eine Pfanne raus, macht die kurz warm im Ofen oder in der Pfanne und genießt das Ganze. Wir dachten uns, es gibt teure Pfannen von der Marke Froster, beziehungsweise wisst ihr, wie ich drauf gekommen bin? Der Bruder Ziele hinter der Kamera, ja. Er ist ein Fan dieser Froster-Pfannen. Ja. Und ich meine immer, für 3 Euro, ich habe den Preis hier einmal, 3,89 Euro für 500 Gramm ist mir einfach definitiv zu teuer. Muss ich ganz kurz sagen, bin ich auf deiner Seite, ich hole die maximal, wenn die im Angebot sind. Okay, das ist meine Jetzt habe ich letztes Mal eine Froster-Pfanne probiert. Und die fand ich... Die würde ich nicht mehr essen, würde sie mir einer kostenlos zubereiten. Deswegen dachte ich mir, hole ich heute mal die günstige Variante. Normalerweise gibt es genau von denen hier, Freunde, gibt es eine günstige Variante von dieser Marke, Mon Italiano. Die gab es diesmal leider nicht. Aber ich muss sagen, die günstige Variante vom Geschmack her, ich rede jetzt nur vom Geschmack, ist definitiv besser als die Froster-Pfanne, die ich gegessen habe. Dazu muss ich sagen, es war eine Lachs-Froster-Pfanne, wo Ziele selber sagt, er findet die... auch selber nicht so gut. Da muss man nämlich auch sagen, bei Froster sind nicht alle Pfannen gut. Barmi Goreng ist echt gut eigentlich. Ja, auch, ehrlich auch jetzt. Von der Froster? Ja, auch von Froster. Ja. Kennst du auch die günstige Variante? Also ich muss sagen, da kenne ich gar nichts davon. Die kenne ich leider nicht. Wir haben heute zum Vergleich zweimal Barmi Goreng. Einmal 3,89 Euro, 500 Gramm und einmal 750 Gramm für 2,39 Euro. Wow. Also über einen Euro günstiger und fast das Doppelte drin. Ja. Okay, nicht das, fast das Doppelte, aber auf jeden Fall 350 Gramm mehr. Auf jeden Fall mehr. 250 Gramm mehr auf jeden Fall. So, Dadka, kennst du diese Sachen, Tortellini-Käsesahne von Froster? Würde ich auch nie anfassen, ehrlich gesagt. Würdest du auch nie anfassen? Ich würde das lieber selber machen dann, auf jeden Fall. Das muss ich sagen, ne? Dadka macht die besten Tortellini in der Käsesahne-Sauce. Tortellini. So, geil. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Küche, bereiten das alles vor und dann testen wir einmal die beiden im Vergleich, auch wenn sie nicht ganz so ähnlich sind, aber identisch und testen die beiden einmal gegeneinander. So, zu den Preisen der ganzen, zu dem kommen wir noch alles, wenn wir es bewerten. Bis gleich! Und zwar fangen wir einmal hier mit den Tortellinis an, weil die brauchen eine halbe Stunde im Ofen und das andere geht relativ schnell, deswegen stellen wir das hier erstmal rein. So, vom Aussehen ist ein harter Block. Ja, sieht mir ein bisschen wenig aus, muss ich sagen. Das sind mir aus 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das sagt schon alles aus. Aber ich will noch keine Vorurteile geben. So, bis gleich! Go! Let's go! Ja. Go! Go! So, Freunde, ich habe jetzt 3 Pfannen vorbereitet. Das eine ist ja im Ofen, habt ihr ja schon gesehen. Ja, und zwar bereiten wir die Barmi Goreng Pfannen in Olivenöl ein. Olivenöl ein, sag ich mal. Die Pfannen in Olivenöl. Und hier rein kommt unsere Froster Tortellini Käse Sahnesoße. Mit Milch soll das gemacht werden. Habe ich letztes Mal auch echt gemacht mit dem Lachsdinger. Echt? Also, mit Milch? Ja, mit Milch. Krass. Schauen wir mal, wa? 6 Esslöffel. Boah. Ich würde sagen, Dadka, du machst alles und ich gehe schon mal. Du bist doch der Koch. Ins Wohnzimmer. Nein, du bist doch der Koch. Ja, du bist der Tortellini-Koch. Was? Du bist der Tortellini-Koch. Ich mach dir Tortellini, aber nicht so. Käse-Sahne, Alter. Ich stell mir das nicht geil vor. Der hier, also guck mal, die günstige Variante davon ist mega geil. Echt? Für so ein Fertiggericht, ne? Mhm. Was du dir auch schneller einfach mal kochst. Ja. So, das kann einmal schon mal hier rein. Kleine Portion in die kleine Pfanne, Froster. So, soll ich das auch reinmachen schon? Tortellini, ja, kannst du meinen. Ist an, ja. Da höre ich irgendwie schon direkt so ein bisschen beefigen Froster auf, muss ich ehrlich. Ja, kleines bisschen. Also das geht für den Preis auf jeden Fall jetzt schon. Ja, wenn es geschmacklich auch so, so ist. Das ist echt eine Portion ist das. Ja, also wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Aber vom Aussehen muss ich sagen, sieht das am besten aus. Findest du, das sieht besser aus als das? Ja. Und hier ist
Aber da geht es eigentlich nur wegen den Nudeln. Ich finde die Nudeln geiler, die sehen besser aus. Ich bin ehrlich bleiben, ne? Aber ich finde da kaum keinen großen Unterschied jetzt vom Aussehen her. So sind wahrscheinlich die gleichen Zutaten. Ja, ich weiß nicht. 1:1 das gleiche fast. Ja, Ziele, ja. Ja, also Foster, wenn ihr das seht, schickt mir gerne mal eine E-Mail. Können wir regeln. Gratis gedruckt. Das werde ich gleich nach dem Video auf jeden Fall gucken, ob sich das lohnt. Ach, was hast du gratis gesagt? Gratis Produkte. Gratis. Also gratis Kleber. Mal her damit. Gratis. Was sagst du eigentlich generell zum Thema Fertiggerichte? Also was gibt's das bei dir? Also ein paar, ja, auf jeden. Pommes und Dinos. Ja, also, kennt ihr Dinos? Ja, klar. Also Dinos ist der Hammer, ne? Aber ansonsten eigentlich eher weniger. Ja, ich habe so gehört, dass du auch eher so warm bist, halt, ne? Also du, was? Du kochst häufig, habe ich gehört. Mhm. Eigentlich jeden so, Tag. Ich habe auch mal gegessen, das war mal nichts so lecker. Mhm. Also eigentlich so, wie gesagt, jeden Tag. Ja. Stabil. Außer halt in der Spätschicht oder sowas, ne? Da hat man keinen Bock dann, ne? Da kann man auch so eine Pfanne machen. Ah, da kann man ein paar Dinos machen, ein paar Pommes und dann läuft das Ding. So, vor allem der nicht so appetitlich aussehende Tortellini, Käse, Schinken, Sahne, Pop. Freunde, das ist, ich beschreibe es mal nur mit dem Wort. Vergleich das mal, Leute. Aber vielleicht schmeckt es ja trotzdem. Welten. Schüssel der Welt haben. Ja, komm. Ja, aber das soll eine Portion sein, Alter. Füllen wir ein bisschen ab von diesem Bums hier. Yep. Würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder. Mach mal. Nein. Doch, Fleisch. Bei dir. Denkst du bei mir oder was, ich Alter? Ich meine, du solltest den hier machen. Ach so. So, Freunde, jetzt sitzen wir wieder hier. Jetzt haben wir das alles vor uns. Hier noch einmal die Optik. Hier seht ihr einmal das günstigere Produkt. Hier einmal das teurere Produkt von der Barmi Goreng. Und bei den Tortellinis, ja, ich glaube, da sieht man es direkt, was das günstigere ist, ne? Und was das teurere ist. Die habe ich selber, wie gesagt, noch nicht probiert. Ich komme jetzt einmal noch mal zu den Preisen. Barmi Goreng. Von der Frosterpfanne 3,89 €, also schon relativ teuer für 500 Gramm. Das ist jetzt nicht alles drin, aber da war nur noch ein bisschen was über. Dann haben wir hier auch Froster, der gleiche Preis, 3,89 €. Dann haben wir mit dieser, wirklich, das war die ganze Schale, alles was hier drin ist. Das ist, wie gesagt, eine kleine Babyportion. Das ist ein Witz. Hier sind wir auch beim Preis, bei einem Witz. Hier sind wir bei 1,69 €. So, dafür. So, dann haben wir hierfür 2,39 €, aber das war erheblich mehr. Da hatten wir 750 Gramm, da haben wir auf jeden Fall noch genug über, was gleich aufgegessen wird auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, Dadgar, was sagst du zum Optischen? Zum Optischen muss ich echt sagen, dass diese beiden Sachen am besten aussehen. Ja, da stimme ich dir zu. Ich muss sagen, hier ist kein ganz so großer Unterschied, die sind halt ein bisschen heller. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, die sind ein bisschen dunkler. Aber die sehen geil aus, auf jeden Fall. Bin ich echt gespannt. So, dann ich greife einmal zu einem günstigeren. Okay. Du kannst ja das teurere schon mal. Gut, dann probiere ich das mal. Schon. So, alles schön ein bisschen dabei. Also ich muss sagen. Also das schmeckt gar nicht schlecht. Ich muss sagen, hier, der schmeckt auch nicht schlecht, aber hier fehlen mir ein bisschen die Gewürze. Aber wie gesagt, ich habe es euch im letzten Video schon gesagt, ich bin ein Mensch, der ein bisschen mehr auf Gewürze steht als normal. Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, ich würde es auch da trotzdem machen. Boah, dann probier mal den. So, dann tauschen wir einmal. Echt? Dann probier mal den. So. Brauch, glaube ich, gar nicht weiter essen. Ich mach's trotzdem. Ich hab schon meine Meinung. Merke ich auch direkt, das ist auf jeden Fall mega ungewürzt. Also das ist auf jeden Fall viel besser gewürzt und schmeckt auch besser, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, stellen wir erstmal zur Seite, kommen wir dann gleich zu und machen wir den Tortellini so weiter. Ich wollte schon mal sagen. So, diesmal nehme ich als erstes das teurere und du nimmst das günstigere. Ja, ich will das gar nicht essen, Alter. So,
Nee, ich will das gar nicht essen, Alter. Egal, ich probiere jetzt ein. Echt? Also mir schmeckt es nicht, auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir auch gleich zu. Probier du einmal die teuren. Dann gehe ich einmal zu den günstigeren. Ich will noch eine Karotte, Mann, ich krieg's nicht gegriffen. Alter Junge, es rutscht mir die ganze Zeit weg. Du hast es jetzt probiert. Ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu dem Großen und Ganzen, zu der Bewertung. Fangen wir erstmal hiermit an. Ja? Ich glaube, hier haben wir deinen Gesichtsausdruck gerade gesehen. Mm. Was sagst du denn zu den günstigeren? Schmeckt ekelhaft. Bei mir ist halt das Ding, ich esse viel mit Auge, ne? Ja. Also wenn mir das auf jeden Fall nicht gefällt optisch, so, dann mag ich das auch meistens nicht. Ich muss sagen, so ist das bei mir, ne? Ich fand es jetzt vom Geschmacklichen her, fand ich es gar nicht mal so schlecht. Okay. Also ich fand es jetzt nicht wirklich ekelhaft. Es war halt ein bisschen... Ist halt nicht mein Ding einfach, also, so vielleicht. Du hast recht, das mit dem Auge, wo ich es schon genommen habe, die Soße, obwohl es eigentlich frisch rausgenommen wurde, ist... Ja, so ist so pumpig. So pumpig, genau. Ja, so, das ist richtig so breiig. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Geschmacksverstärker. Das merkt man aber auch. Hier, das ist ja keine Sahnesoße, schaut euch das nee, mal an. Nee, keine Ahnung, was ist das? Das sieht eher aus wie... Es sieht ekelhaft aus, einfach echt. Ja. Man kann es essen vielleicht, genau. Aber mehr auch nicht. Aber ich muss sagen, kennst du die günstigere? Ich weiß nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe. Kennst du die günstige Variante davon? Ich mache immer nur selber Tortellinis zu wenden. Bei Netto davon wirklich die günstigere Variante, wirklich 1:1 mit den gleichen Zutaten. Vom Geschmacklichen besser. Okay. Vom Geschmacklichen besser. Okay. Also, ich sage jetzt mein Fazit zu dem Ganzen. Mhm. Das würde ich mir auf jeden Fall nicht holen, auch wenn es günstig ist. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt vom Geschmacklichen nicht schlecht, aber es passt mir einfach nicht. Vom Großen und Ganzen passt es sieht mir eklig nicht. Aus es und... Es sieht wie Rotze irgendwie. Genau. Ja, ja, so. Aber das würde ich mir auch nicht holen für 3,89 €. Nee, viel zu teuer und... Und das ist eine Portion vor allem. Ja, ne? Muss man auch sagen, die Portion ist mini. Das ist wirklich also, die ganze Portion. Also, das ist eine Portion. Bei mir wären beide durchgefallen. Auf jeden Fall, definitiv. Weg. 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 Next. Schieben wir ganz weit weg den. Was sagst du denn jetzt hierzu? Das waren ja die günstigeren, ne? Genau, das waren die günstigeren. Das die schmeckt nicht schlecht, ist halt sehr ungewürzt, leider. Und sieht auch so ein bisschen weißer aus, aber das kann auch sein, dass es halt nicht so heftig angebraten wurde. Nee, die waren schon heller auf jeden Fall. Ja? Ja, die waren schon direkt waren heller als die Variante das von der Frostart. Ja, das kann sein, ja. Also der hier... Warte, probieren wir nochmal einmal. Ja. Ich würde halt nachwürzen, ne? Ich glaube, hier wurde mehr mit Soja gearbeitet. Das schmeckst du teilweise raus und das siehst du auch an der Farbe. Und ist auch dunkler. Genau. Mhm. Ich muss auch sagen, vom Geschmacklichen ist Frosterpfanne auf jeden Fall besser als die, weil es einfach nur von der Würzung besser schmeckt für mich. Mhm. Hier ist mir ein bisschen zu wenig Gewürz drin. Mhm. Aber ich muss trotzdessen sagen, ich finde die hier gar nicht mal so schlecht. Für 2,39 € kriegst du 750 Gramm. Da werden zwei Leute von satt. Ja. Und deswegen würde ich, auch wenn die mir ein Tickchen besser geschmeckt hat, einfach nur preis-verhältnismäßig würde ich den hier vor dem stufen. Mhm. Auf jeden Fall, den kann man nachwürzen, da kann man noch ein bisschen was reinhauen und so. Ein bisschen Salz, ein bisschen Soja rein. Und dann wäre die vom Geschmack her eigentlich genauso. Das wird genauso schmecken wie das, aber auf jeden Fall. Es waren beides nicht schlecht. Auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, hatten wir eigentlich ein ähnliches Fazit. Ja, okay, du fandest die Tortellini jetzt ein bisschen schlimmer als ich, aber mein Gott, er isst halt mit den Augen mehr mit, verstehe ich. Auge. Leute, ja, essen, auch so, muss ich sagen, weil das ja, ist leider so, ne? So, bei dem einen wäre das okay, bei dem anderen ist das halt nicht okay. Dann würde ich sagen, müssen wir uns neue Produkte suchen. Auf jeden Fall, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ihr könnt auch schreiben. Leute, ihr könnt euch, genau, ihr könnt auch einmal reinschreiben, genau, wie Ziele das sagt, was euch mal interessieren würde von den teuren und günstigeren Varianten, was wir für euch einmal testen können und euch mal unsere Meinung dazu sagen können. Ja. Deswegen, Dadka, bis bestimmt die nächsten Male wirst auf jeden du Fall. Dabei sein. Ja, auf jeden Fall. Das hat mich gefreut, auf jeden Fall. Ein geiles Video, hat Spaß gemacht. Auf jeden. Das essen wir, denke ich, auf jeden Fall auch noch auf. Das andere, Kev ist auch noch da. Aber es wird auf jeden Fall nichts weggeschmissen. Notfalls esse ich das heute um 1 Uhr nachts. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Joe, euer Dadka und euer Ziele. Geil.